Hast du schon die neue Stromrechnung gesehen? Das ist ein Albtraum. Ich bin natürlich davon ausgegangen, dass die Preise steigen werden, aber das ist einfach... Ja, habe ich. Ich bin selbst schockiert. Jetzt muss man überlegen, wie wir in dieser neuen Realität leben wollen. Aber das ist absurd. Was passiert überhaupt gerade? Nun, es hat keinen Sinn, sich zu ärgern. Lass uns herausfinden, was los ist. Hallo. Wir wollen herausfinden, warum der Strompreis in die Höhe geschossen ist. Kannst du uns erklären, womit das zusammenhängt? Dass die Voraussetzungen für diese Strompreiserhöhung nicht erst gestern oder vor einem Jahr geschaffen wurden. Wie setzt sich der Strompreis überhaupt zusammen? Schauen wir uns dieses Diagramm an. Wie dieses Diagramm zeigt, betragen die Nettokosten für Energie nur 36,2%. 34% entfallen auf den Stromtransport, aber der Rest, mehr als 30%, sind die Steuern. Und es würde mich nicht überraschen, wenn dieser Anteil noch steigen würde. In Deutschland zum Beispiel hat dieser bereits 50% der Rechnung erreicht. Warte, selbst 30% sind zu viel und 50% sind einfach maßlos. Wohin fließt das ganze Geld? Kurz gesagt, die Regierung verwendet den größten Teil dieser Gelder für die sogenannte Energiewende hin zu grüner Energie, vor allem Solar- und Windenergie. Ja, ich habe gehört, dass grüne Energie aktiv gefördert wird. Dies sei umweltfreundlich. Du willst mir also sagen, dass das der Grund für meine exorbitante Rechnung ist? Ja, das ist der Hauptgrund. Es werden gewaltige Geldmengen in grüne Energie investiert, während Kernkraftwerke und Wärmekraftwerke abgeschaltet werden. Wie wirkt sich die grüne Energie auf deinen Tarif aus? Sie wird zu einem speziellen grünen Tarif verkauft. Und dieser Preis ist viel höher als der Preis für herkömmliche Energie, Wärme oder Kernenergie. Und sagen wir mal, ich will nicht mehr bezahlen. Kann ich dann auf grüne Energie verzichten? Nun, weißt du, uns fragt niemand. Stromtarife werden nach den Gesetzen des Marktes gebildet. Sie sind in Wirklichkeit nicht festgelegt. Es gibt einen sogenannten Energiegroßhandelsmarkt, der als gemeinsamer Kessel die gesamte im Lande erzeugte Energie aufnimmt, sowohl grün als auch nicht grün. Jeden Tag wird auf diesem Markt ein Durchschnittspreis festgelegt. Zu diesem Preis kaufen die Energieversorgungsunternehmen den Strom ein und liefern ihn an dich. Je höher also der Anteil der Ökostromerzeugung an der Gesamtenergiemenge ist, desto höher wird am Ende deine Energierechnung ausfallen. Und hier gibt es einen sehr wichtigen Punkt. Wenn die Ökostromanlagen witterungsbedingt ausfallen oder nicht genügend Ökostrom erzeugt werden kann, müssen die Länder dieses Defizit im Notbetrieb ausgleichen. Was können sie in diesem Fall tun? Die erste Option besteht darin, ihre abgeschalteten Kern- und Wärmekraftwerke wieder in Betrieb zu nehmen, was sehr teuer und zeitaufwendig ist. Die zweite Möglichkeit wäre, Energie aus anderen Ländern zu kaufen. Aber du verstehst ja, dass auch das sehr teuer wird. Die Bewegung hin zu grüner Energie hat Europa von konventionellen Energielieferanten aus anderen Ländern abhängig gemacht. Und jetzt aufgrund der geopolitischen Lage haben wir das mehr denn je zu spüren bekommen. Wir sind dabei, das Land zu wechseln, das uns mit Gas versorgt. Wir wechseln zu einem teuren Anbieter. Jetzt wird diese teure Energie wieder auf den Großhandelsmarkt kommen und deine Rechnung wird noch höher werden. Ich frage mich nur, was sich unsere Politiker dabei denken. Schließlich treibt allein diese äußere Situation die Strompreise so in die Höhe, dass es völlig unklar ist, wie der Normalbürger unter diesen Bedingungen überleben kann. So viel zum Markt. Ich dachte, grüne Energie wäre unsere Rettung, aber dann stellt sich heraus, dass ich einfach nur mehr für die Energie selbst bezahle. Und dann noch mehr, wenn etwas mit diesen Anlagen passiert. Und dann noch mehr, wenn etwas in der Außenpolitik passiert. Was sagst du? Grüne Energie ist unsere Rettung. Irgendwie kostet diese Rettung uns eine Menge Geld. Aber im Ernst, das ist doch alles nur ein schönes Märchen für die Massen. Aber lass dir das lieber von jemandem erzählen, der in diesem Bereich arbeitet. Denn hier geht es bereits um ein großes Geschäft. Kurz gesagt, wie ich es verstanden habe. Erstens besteht die Hälfte meiner Rechnung aus Steuern, die größtenteils in die Entwicklung von grüner Energie fließen. Das heißt, dass grüne Energie aus meiner Tasche gesponsert wird. Zweitens, Strom ist eine Ware, wie alles andere, und der Preis dafür wird wie an der Börse gehandelt. Je höher der Ökostromanteil mit seinem grünen Tarif, desto höher der Preis für mich. Und wenn sich plötzlich klimatische oder geopolitische Katastrophen ereignen, steigt meine Stromrechnung tendenziell ins Unendliche. Dir ist doch klar, dass Strom eine Basisressource für die gesamte Produktion ist. Erhöhung der Tarife führt zu einem deutlichen Anstieg der Preise aller Waren und Dienstleistungen. Und das ist ein weiterer Schlag auf unsere Haushaltsbudgets.
Spüren wir das nicht schon längst? Wenn ich überhaupt etwas von Politik verstehe, dann, dass grüne Energie ein völliges Chaos ist. Warum führen wir sie überhaupt ein, wenn sie so teuer und instabil ist? Um ehrlich zu sein, ist das nur ein sehr großes, profitables Geschäft. Stell dir vor, du gründest ein Unternehmen und wirst vom Staat unterstützt. Du bekommst Vergünstigungen und Subventionen. Für dich werden sogar Kreditzinsen bezahlt und ein Teil der Geräte gekauft. Warte mal kurz, wozu braucht die Regierung das? Woher kommt diese beispiellose Großzügigkeit? Oh, das ist eine lange Geschichte. Hast du schon von der Theorie des anthropogenen Einflusses auf Klima und der Reduzierung der CO2-Emissionen gehört? Selbst meine 7-jährige Tochter weiß davon. Nun, die Befürworter dieser Theorie überzeugen uns sehr aktiv davon, dass dies den raschen Klimawandel aufhalten wird. Viele Länder sind gezwungen, Richtlinien zur Verringerung der CO2-Emissionen und zur Entwicklung grüner Energien einzuhalten, auch wenn sie keinen Nutzen davon haben. Die Theorie der anthropogenen Klimaauswirkungen ist ein weltweiter Betrug und ein großes Geschäft. Warum glauben viele Menschen daran? Weil schon seit 40 Jahren diese Idee auf allen Ebenen aggressiv propagiert wird. Und kein Wunder, dass deine 7-jährige Tochter auch schon Bescheid weiß. Was meinst du mit Betrug? Willst du damit sagen, dass es nur darum geht, viel Geld zu verdienen? Warum überrascht dich das? Im konsumistischen Format sind solche Schemata bereits die Norm. Im Jahr 2020 wurden 334 Milliarden Dollar für diese grünen Projekte ausgegeben, hauptsächlich für Solar- und Windparks. Wow! Und das ist immer noch nicht genug. Ihr Appetit wächst wie Hefeteig. Und unter dem Deckmantel ihrer Theorie sagen sie, dass sie die Mittel auf 4 Billionen Dollar pro Jahr erhöhen müssen. Und das alles auf unsere Kosten, ein schöner Plan, kann man nicht sagen. Und vor allem machen alle Gewinn, mit Ausnahme der einfachen Leute, die für all das bezahlen. Wie wird meine Rechnung aussehen, wenn die Investitionen auf 4 Billionen steigt? Kumpel, dich wird doch niemand fragen, ob du das sponsern willst. Nicht nur, dass mich niemand gefragt hat, ich bin schockiert von dem Gehörten. Darüber spricht überhaupt niemand. Ja, in unserer konsumorientierten Welt wird dir niemand die Wahrheit erzählen, aber mich schockiert etwas anderes. Niemand versucht auch nur, die wahren Ursachen des Klimawandels zu erforschen. Schon jetzt ereignen sich überall auf der Welt Klimakatastrophen. Die ersten, die darunter leiden, sind einfache Menschen. Weil die grüne Energie ist selbst bei schlechtem Wetter schlichtweg nutzlos. Von den Klimakataklysmen gar zu schweigen. Stell dir vor, im letzten Winter gab es in den USA einen Schneesturm. Er traf 25 Staaten. Die Hälfte der Windanlagen wurde abgeschaltet. Dadurch waren 4 Millionen Menschen ohne Strom. Und das bei 25 Grad unter Null. Schrecklich. Ich würde nicht an ihrer Stelle sein wollen. Nicht nur, dass wir das alles aus eigener Tasche bezahlen, wir laufen auch Gefahr, im Notfall ohne Strom zu bleiben. Kannst du dir vorstellen, wenn die ganze Welt auf die grüne Energie umsteigt und die Kataklysmen noch schlimmer werden? Dann war's das. Du sitzt im kalten Haus, ohne Strom, ohne Wasser, es gibt keine Möglichkeit, deine Familie oder den Notdienst anzurufen. Menschen sterben in Krankenhäusern ohne Strom. Die Lüftungs- und Beatmungssysteme funktionieren nicht mehr. Der Verkehr kommt zum Erliegen, die Versorgung mit Medizin und Nahrungsmitteln bricht ab. Die Menschen geraten in Panik und plündern die Lebensmittelgeschäfte. Es beginnt ja bereits, und zwar nicht irgendwo in einem apokalyptischen Film, sondern in deiner Heimatstadt mit dir, deiner Familie und deinen Freunden. Hör auf! Ich weiß ja jetzt schon nicht mehr, wie ich heute Nacht schlafen soll. Ja, diese Wahrheit lässt einem die Haare zu Berge stehen. Aber es ist klar, dass die grüne Energie eine Sackgasse ist. Was sind also unsere Optionen? Es gibt bereits Optionen. Nehmen wir den kraftstofflosen Generator. Das ist eine saubere, kostenlose und für jeden Haushalt zugängliche Energie. Nur wie soll sie in unsere Konsumgesellschaft eingeführt werden, wenn das unrentabel und sogar gefährlich ist? Das würde eine große Anzahl von Menschen, die in der Energiewirtschaft tätig sind, arbeitslos machen. Und solange es die Macht der Einzelnen gibt, wird in unserer verrückten Welt aus dieser Technologie als erstes irgendeine Waffe gebaut. Verstehst du, wir müssen dieses idiotische Format schon längst ändern und wir können das wirklich. Wir können eine solche Gesellschaft aufbauen, in der das Leben eines Menschen im Mittelpunkt steht und nicht jemandes Geschäft, die kreative Gesellschaft. In diesem Format der Gesellschaft werden wir freie Energie haben. Aber warum gerade so? Weil in der kreativen Gesellschaft die Energie allen Menschen gehört und wird kein Geschäft sein. Und niemand wird Geld an uns verdienen. Und alle Menschen werden freien Zugang zu zuverlässigen Informationen darüber haben, wohin all unser Geld fließt. Und wir werden selbst entscheiden, wofür wir Geld investieren. Ja, das klingt toll, aber was können wir jetzt tun, damit die kreative Gesellschaft endlich für uns realisiert wird? Weißt du, das ist ein langes und interessantes Gespräch. Schenke uns Tee ein. Ich erzähle dir alles.